Alarmierung und damit herzlich willkommen zur, wie viel eigentlich? Siebte Folge, ne? Das ist immer so spontan hier, wenn hier plötzlich so ein Einsatz reinkommt. Wir sind ja weiterhin in der Ausbildung, haben letzte Folge den Lehrgang mit Traumasepp abgeschlossen. Technische Hilfeleistung, hat Pascal, glaube ich, gerade gesagt. Genau, technische Hilfeleistung, freiwillige Feuerwehr war das Stichwort. Welche natürlich auch mit dabei ist. Komm, ups, oh, ich bin ungeübt. Ja, danke, dass du dir den Arm brichst, dass ich das nicht machen muss. Tatütata. Was ist eigentlich unser Einsatz? Ich habe gar nicht aufs Stichwort geguckt. Immer noch, Verkehrsunfall, freiwillige Feuerwehr. Ah. Übrigens, weil hier gerade wir die unvertonten hier Funksprüche haben. Die mit dem starken Hintergrundrauschen. Es gab. Sind auf dem Weg zur Einsatzstelle, kommen. Es gab vor kurzem ein Preview-Video auf Simnect. Ehemals Fabian Boulegou. Der gute Herr ist ja bei Iosoft, beim Publisher. Arbeitet der ja im Marketing. Und der macht jetzt Videos auf seinem Kanal über die Simulatoren. Und da kam jetzt vor kurzem auch ein Video raus, wo er die neuen Audioaufnahmen und gezeigt hat, die demnächst kommen sollen. Und ich muss euch sagen, die klingen sehr, sehr gut. Also ich bin sehr gespannt, wenn der Patch dann mit den neuen Audioaufnahmen rauskommt, weil die klangen echt gut. Meinst du mit das nur so gut, dass man die nicht versteht, weil es zu viel rauscht? Oder meinst du mit gut, dass die wirklich gut sind? Verstehbar sind. Die sind wirklich gut, die Aufnahmen. Ja, aber wie definierst du gut? Gut ist realistisch und kaum halt verständlich. Man kann gut verstehen. Oder? Es sind variable Stimmen, die man auseinanderhalten kann, was ich auch schon mal sagen kann. Es sind nicht nur männliche, sondern auch weibliche Stimmen endlich dabei. Oha. Passend halt eben dazu, dass es die Feuerwehrfrauen jetzt auch gibt. Und zum Beispiel unsere Gruppenführerin, cool, die bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, ja eine frühe Frau. Deswegen wäre es ja natürlich doof, wenn dann die Funksprüche unseres Fahrzeugs von einer männlichen Person wären. Jo. Obwohl wir eine Gruppenführerin haben, die spricht in der Leitstelle und sowas. Das ist. Also ich muss sagen, ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Dann sind wir mal gespannt, wann die dann auch implementiert werden, so. Mit einem Update wahrscheinlich dann, ne? Ja, genau. Mit einem Update, aber ein Release-Datum dafür wurde noch nicht angegeben. Ja, da haben wir einen Vergessenfall. Aber den kennen wir doch schon aus der Berufswahl bei dem Vergessenfall. Stimmt, ja. Den haben wir nur lange nicht mehr gesehen. Oha. Ich bin gerade etwas confused. Man kann mit F4 irgendwie die Kamera ändern, aber ich habe nicht ganz verstanden, was jetzt. Ja, wir dürfen Stützpflöcke. Okay, wir dürfen keine Stützpflöcke mehr nehmen, weil wir zu langsam waren. Wir nehmen jetzt die Schere und tun sie dahin. Muss halt schneller werden. Naja. Jetzt darf ich wieder einen Bremsblock aufheben. Und zack. So. Hätten wir das Fahrzeug gesichert. Guten Tag. Wie geht's Ihnen denn? Kann ich die. Ah, okay. Das hatten wir doch in unserem Training letzte Folge schon. Die Tür klemmt fest. Naja, es stand ja da benutzen. Das heißt, es hätte ja sein können, dass die einfach so aufgeht, dann doch. Ich meine, würde das zwar da der Einsatz keinen Sinn mehr machen, aber egal. Rums. Miau. Okay, ja. Animations at its best. At its best. Quietsch. Eieieieiei. Ich glaube, ich war. Da ist die Tür weg. Das war. Ich weiß nicht, war das auf der Florian-Messe? Wo wir uns auch mal so angeguckt haben, wie die das in echt gemacht haben? Ja, das war auf der Florian-Messe in Dresden damals. Die war jetzt vor kurzem auch schon wieder, ne? Ja. Das kann sein. Die war, wenn ihr das jetzt seht, das Video, glaube ich, letztes oder vorletztes Wochenende. Aber da gibt es auch mal so Vorführungen. Was ist dem seine Mission?
dreimal im Kreis Ich würde gerannt, sagen, dann ist verwirrt der Einsatz rumlaufen war seine fertig. Mission. Ja. Und das sind wir auch schon durch, ne? Jo, naja, einmal aufschneiden, einmal. Genau. Den guten Herrn da rausholen. So. Hingehen. Autobatterie abknappen. Ja. Eins, zwei, drei Standardeinsatz halt, ne? Genau. Das lief doch Für gut, neu wir sind früher anfangen. fertig geworden als gedacht. Klar doch, hast du was anderes erwartet? Oh, mein anderer Spruch. Ist auch neu, oder? Oh, eine ausführliche Konversation, Eis. Das ist auch Ja, was stimmt. Neues. Wer ist das da schon wieder? Die war letztes Mal doch schon da, oder? Oder war das Ja, jemand aber anders? immer irgendwelche random Personen, die hier einfach dastehen. Ja, immerhin gehen sie rückwärts. Na, und rennen nicht vors Auto. Vielleicht ist es irgendeine Test-KI, die dort einfach nur Der läuft, um. Einweiser. Na, Das ist nee, der Einweiser, Toni. einfach um die KI zu testen. Haben die die da platziert? Und die sendet sogar heimlich Analysedaten. Und schwupp. Tag erledigt. Ich übe nochmal Auto fahren. Warte, welches ist mein Auto? Das. Kann ich Sah mir mein auch Auto eins von den nochmal anderen aus? snacken? Nein, schade. Nee. Das sind Ach, einfach guck mal, nur. das sieht ähnlich aus. Vielleicht geht das. Nee, sah und siehst du von den. Siehst schon, die Scheiben sind getönt. Das ist nicht ausmodelliert. Kann ja sein, dass trotzdem aus Versehen dort eine Interaktion eingebaut wurde. Habe ich eigentlich irgendein Ziel gerade? Habe ich das verpasst? Eigentlich nach Hause. Bitte geben Sie sich zu Ihrer markierten Route. Ja, aber dann habe ich ja normalerweise. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Oder dort hinten ist noch irgendwas in der Feuerwache gewesen. Ist irgendein Grillfest? Mir hat es keiner Bescheid gesagt. Ist ja auch schon ein bisschen asozial von den Kollegen. Ja, oder ich habe es halt nicht mitbekommen, weil ich nicht auf irgendwelche Triggeraufgaben geachtet habe oder so. Ja, guck mal, hier, die sind alle am. Stehen einfach nur rum. Ich kann Ganzen mein Handy Kollegen, die haben so kein öffnen, das Zuhause, die kann sind ich alle ja auch nicht. obdachlos. Kann ich Die ja auch wohnen nicht. hier auf der Wache. Genau. Oh, der Ran ist nicht der Random Dude von gerade eben. Stimmt. Kleinen frechen Und da ist der Brand. nächste Einsatz, der Kleinflächenbrand. Achtung, Du musst dich das mal vorher Brandschutz, anziehen, Tobi. Kleinflächenbrand. Einsatz für HLF-1. Auch schön, wie die Ansage kommt, auch wenn theoretisch die niemand hören würde, weil eigentlich ist er immer in der Wache. Ne? Naja, es können ja Eigentlich geht es trotzdem deswegen über den paar Leute in Melder. der Wache sein. Ja, gut, könnten schon sein, aber. Ja. Finde ich trotzdem witzig, wie da. Trotzdem wie die Ansage ertönt. Mal gucken, was wir da machen. Also, würde mich mal interessieren. Bin ich immer noch Angriffstrupp? Wahrscheinlich, ne? Leitstelle Müllheim von AHLF1. Kommen! Ach nee, war das ein V, ne? Dann mach mal deine beste Frauenstimme. Frage nach Informationen zum Einsatz kommen. Das ist ja Anrufer ein meldet richtiger Voice Brandgeruch Actor und hier. Ra nee, warte mal. Und Rauchentwicklung in Wohngebiet kommen. Das ist die Leitstelle. Muss uns selber noch erschließen. Verstanden, Ende. Muss ich hinter hin und her denken. Ja. Du machst die Soll ich Leitstelle, echt hat nicht mal nachdenken, musst gesagt. du? Hat nicht mal gesagt, du machst die Leitstelle? Ah, Egal. die Bank, die im Gartenbank brennt. Die Gartenbank, die brennt. Erste Lagemeldung. Brennender Komposthaufen. Maßnahmen werden eingeleitet. Kommen. Ich habe ihm gleich gesagt, dass er das lassen soll.
Jetzt ist das Ganze außer Kontrolle geraten. Sie müssen dringend eingreifen. Da wollte jemand seinen Komposthaufen verbrennen oder was? Ganz ruhig. Wir sind jetzt da und kümmern uns um sie. Ach, scheiße, das ist ja die Frau. Danke. Oh Gott. Ja, Aber ich kann das Komposthaufen nicht. sind sich sogar selbst entzünden, ne? Wenn die zu groß und zu dicht sind, da drin entsteht ja eine richtige Wärme in diesen Komposthaufen, ne? Wo kann ich Und wenn das die jetzt zu bei groß und zu Tab? dicht sind, kann tatsächlich da drin irgendwas Feuer fangen. Wo kann ich das nachgucken mit Tab, was für ein Dings ich hab? Gab es nicht eine Taste, mit der man nachschauen konnte, wer welche Position hat? Normal ja, aber hier anscheinend Sieht nicht. mir, als wäre Tab gewesen. Haben sie das deaktiviert? Warum gibt es denn da freiwilligen Feuerwehr nicht? Es kann auch sein, dass es die Funktion da nicht gibt. Zweite Lagemeldung. Erstes Rohr und der PA-Löschangriff wird eingeleitet. Kommen. Das will ich Voice Actor werden. Ich hab was zu tun. Yay. Ja. Yay. Das war's, packt zusammen. Ey, ich finde die Einsätze Wie sind schnell jetzt ein sind die denn mit etwas dem Löschen da? witzlos. Die KI ist so ein bisschen OP, habe ich das Gefühl. Also ich krieg Aufträge und die werden mir direkt wieder weggenommen. Er ist halt zu langsam. Ich war nicht innerhalb von 2 Sekunden beim den Kegeln, ja, ist richtig. Ja, du warst halt zu langsam. 2 Sekunden mehr Zeit hast du nicht. Aber der Walter hat eben schneller die weggenommen, die Kegel. Wir haben einen alten bekannten Bug gefunden. Tobi versus die KI. Das ist zu viele. Wo finden die überall Beschläuch? Jetzt machen die damit weiter, ey. Das gibt's doch nicht. Jetzt soll ich da auch noch mitmachen. Nein. Ich widerspreche. Ah, Manno. Ich darf nicht widersprechen. B-Schlauch ablegen und abrollen, die wollen doch irgendwas. B-Schlauch machen. Jetzt ist wieder A verstauen. Okay, jetzt hast du den Bug auch bekommen von der KI. Probieren wir es nochmal so. Und so. Und so. Wenn Hätte ich's man jetzt den Commander-Modus, können wir jetzt einfach sagen, hier zusammen, also nicht neben, einfach zusammenpacken, dann würde es nicht passieren, beziehungsweise dann halt eben sagen, wenn manuell alles zugemacht hat, losfahren und dann wäre der Bug auch behoben, aber das kannst du halt nicht machen. Warum kann ich das Tor hier nicht schließen? Das heißt, du erst zumachen musst und danach Dingens. Ja. Hier haben wir die Bedingungen für den nächsten Auftrag erfüllt und dann wurde ein neues Ereignis ausgelöst. Workaround. Yay! Tobi 1, KI 0, würde ich sagen. Oho, was ist das denn? Neue Neue Lehrgänge. Lehrgänge stehen für den nächsten Tag zur Verfügung. Na dann, Tobi, ich würde sagen, nach Hause fahren, schlafen und dann gibt es einen neuen Lehrgang. Der ging aber schnell. Oh, wir waren noch 2 kurze Einsätze, ne? Also 2 wirklich sehr kurze Einsätze. Dann schauen wir mal, was wir denn diesmal für eine Auswahl an Lehrgängen haben. Die wir ausgeschlagen haben, waren ja Atemschutzgeräteträger und Maschinist. Das waren die anderen beiden, die uns auch noch zur Verfügung standen in der letzten Folge. Wir hatten uns ja aber für die technische Hilfeleistung entschieden. Ich würde sagen, tatsächlich Atemschutz, weil damit können wir dann halt auch so einen Brandangriff machen. Ja, dann können wir auch endlich Angriffsgruppe beim Brandeinsatz werden, das ist richtig. Der Witz ist, ich hatte halt auch noch so ein Atemschutzgerät vorhin auf, also.
Was? Und das ohne Atemschutzgeräteträgerlehrgang? Du weißt doch nicht mal, wie man die aufsetzt, Tobi. Und ich weiß auch nicht, wo ich da wohne, weil deshalb fahre ich jetzt die falsche Route. Langschläfer war 9 Uhr. Moin. Du kannst deine Ausbildung nun fortsetzen. Komm vorbei, wenn du am nächsten Lehrgang teilnehmen möchtest. Okay. Dann machen wir das mal. Und Moinsen. Ach, das muss ich echt nochmal üben mit dem Einparken. Das Ja, hat schon besser geklappt. das klappt noch nicht so gut. Das klappt echt noch nicht so gut. War das schon immer so, dass die Pfeile auch auf der Treppe laufen und nicht einfach hier verschwinden und hier wieder auftauchen? Manchmal, kommt drauf an. Ich meine, ja. Da fehlt dort oben einfach noch ein Punkt. Ja. Hallo. An einem Lehrgang, wie, am nächsten Lehrgang teilnehmen. Tschüss. Hallo. Mahlzeit. Hallo. Jetzt stell nicht mal eins, Hallo. Junge. Mahlzeit. Okay, er hat nur zwei Möglichkeiten. Ich dachte, er hat noch andere schöne Begrüßungen. Du kannst an einem neuen Lehrgang teilnehmen. Oder machen wir Atemschutz hat Maschinist? man gesagt. Alles klar. Oh, okay. Willkommen beim Lehrgang für Atemschutzgeräteträger. Wir werden uns heute mit einem der Aufgabenbereiche beschäftigen, der die meisten Gefahren im Einsatz birgt. Im Innenangriff muss der Angriffstrupp unter extremem Stress mit hohen Temperaturen, schlechter Sicht und der direkten Aussetzung von Gefahren umgehen. Mitunter gefährlicher als die Flammen selbst sind bei den meisten Bränden die entstehenden Atemgifte. Diese bemerkt man häufig nicht direkt, atmet sie jedoch in der Nähe des Feuers ein. Die Luft, die wir zum Atmen brauchen, ist eine Zusammensetzung aus diversen Gasen. Der Hauptteil besteht aus Stickstoff, gefolgt von einem Teil Sauerstoff und ein paar geringen Anteilen an Edelgasen und Kohlendioxid. Bereits eine leicht geänderte Zusammensetzung der Luft, zum Beispiel durch einen zu hohen Anteil an Stickstoff, kann für uns zur Gefahr werden. Dazu kommt, dass bei einem Brand zusätzlich giftige Gase freigesetzt werden. Generell teilen wir diese Atemgifte in drei unterschiedliche Gruppen ein. Die erstickenden Atemgifte, wie zu viel Stickstoff, die reizenden Atemgifte, wie zum Beispiel Chlor oder Ammoniak, und die Atemgifte, die sich auf unser Blut, die Nerven und Zellen auswirken können. Ein Beispiel hierfür sind starke Benzindämpfe oder Kohlenmonoxid. Da man manche Atemgifte nicht riechen oder wahrnehmen kann, versuchen wir uns immer bestmöglich zu schützen. Es gibt dabei zwei große Gruppen an Atemschutzgeräten. Erstens Filtergeräte, welche die Luft beim Atmen filtern und so verhindern, dass Giftstoffe in unsere Lungen geraten. Diese bieten aber nur einen zeitlich begrenzten Grundschutz und können gegen gewisse Atemgifte nicht schützen. Daher verlassen wir uns bei der Feuerwehr eher auf die zweite Gruppe, die Isoliergeräte. Diese sind von der Umluft komplett abgeschlossen und arbeiten mit einer eigenen Sauerstoffquelle. Dies sind unsere Pressluftatmer. Durch die Pressluftflasche auf dem Rücken wird es uns möglich gemacht, auch unter andernfalls extrem gefährlichen Bedingungen für eine begrenzte Zeit arbeiten zu können. Dieser Schutz ist jedoch nur gewährleistet, wenn das Gerät auch vernünftig angelegt ist und richtig verwendet wird. Dies wird dir Heinz nun unten in der Fahrzeughalle näher erklären. Ja, Jo. wieder was gelernt. So, jetzt zur Theorie. Die auch ganz spannend war, muss ich sagen. Ja. Ich Aber meine. stimmt, es gibt ja zwei Arten. So, wenn man zum Beispiel überlegt, die Soldaten im Ersten Weltkrieg, wo damals ganz viel mit Giftgas umgeschossen wurde, die hatten alles so Filtergeräte und nicht solche Pressluftatmer auf. Hallo. Schön, dich wiederzusehen. Heute schauen wir uns die Atemschutzausrüstung genauer an. Zieh dir deine Einsatzkleidung an, dann treffen wir uns hier wieder. Sag mir das doch gleich, ey. Die ist auf dem Weg schon mitgenommen. Und moin.
Haha, ich war schneller du fertig als du. Das ist cool. Auf dem Fahrzeug befinden sich mehrere Atemschutzausrüstungen. Zwei befinden sich direkt an den Sitzen des Angriffstrupps und hier zwei zusätzliche für einen weiteren Trupp. Mit der Pressluftflasche auf dem Rücken kommt die volle Montur, die wir im Einsatz mit uns tragen, im Schnitt auf 30 bis 40 Kilo. Das bedeutet, du solltest dich mit dem Gerät auf dem Rücken vorsichtig bewegen und mit Bedacht vorgehen. Leg die Ausrüstung an. Achte darauf, dass du die Maske luftdicht aufsetzt und die Verbindungen alle richtig sitzen, damit die Isolationswirkung gegeben ist. Das sieht doch gut aus. Versuche ruhig zu atmen und dich an die Maske und das Gewicht zu gewöhnen. In geschlossenen Räumen steigt die heiße Luft und der Rauch nach oben und sammelt sich unter der Decke. Daher solltest du dich in verrauchten Räumen immer geduckt bewegen. So kannst du mehr sehen und bist gleichzeitig nicht direkt der Hitze ausgesetzt. Komm mit nach draußen. Wir haben einen kleinen Parcours aufgebaut, um diese Erfahrung zu simulieren. Oh Gott. Folge mir. Ich soll mich vorsichtig bewegen, ne? Shift gedrückt halt. Den Raum gibt's schon im... Ich dachte hier so, Werkstatt, okay, cool. Biergästen. Was meinst du da hat? So, das hier ist ein Brandcontainer. Rainer übernimmt die Einweisung, dann kann es losgehen. Du wirst im Brandcontainer einem Parcours aus Gitterboxen folgen. Auf dem Kurs wirst du auf Hindernisse in Form von Türen stoßen. Diese musst du mit dem Helligen öffnen, das direkt am Anfang liegt. Das Ziel ist, eine Person zu finden und zu retten. In diesem Fall ist es unsere Rettungspuppe, Traumasepp. Finde ihn im Container und bring ihn hier zu uns in Sicherheit. Ach ja, du hörst bestimmt bereits den Rauchmelder. Wenn du ihn finden kannst, schalte ihn bitte aus. Falls du die Orientierung verlierst, halte dich immer an eine Seite und hangle dich an der Wand entlang, bis du wieder bessere Sicht hast. Der wichtigste Punkt ist, nicht in Panik zu geraten. Bleib ruhig und handle überlegt und mit etwas Erfahrung wirst du in der Lage sein, routiniert und effektiv in den Innenangriff zu gehen. Das muss reichen. Los geht's. Du machst das schon. Na, viel Spaß. Oh, mir ist ja wirklich dunkel. Hallo Tür. Ja, warum wäre das so ein bisschen dezent nervig? Aber das ist ja auch immer. Das war ja auch schon eine Berufsfeuerwehr. Ich habe keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Aber sieht gut aus. Da gab es aber noch einen anderen Melder. Einen anderen Weg. Ja gut, rauchen wir das schon mal weg. Hallo Traumasepp. Da ist er ja. Dann holen wir den aus dem Gefahrenbereich raus. Ah. Ich habe mich gerade gefragt, wie er den hochgehoben hat. Ich glaube, es ist für, wenn du eine echte Person rettest, dann gibt es da ja auch immer diese Schnellatemfilter. Das ist dann, glaube ich, für eine Gruppe 1 dann so einer, ne? Die ja, genau, das sind so. Nee. Sicher? Doch, sehr genau. Das sind so Hauben, die aufgesetzt bekommen. Genau, die einfach nur filtern. Weil die sollen auch nicht eine halbe Stunde im Raum drin bleiben, sondern wenigste Minuten noch. Leg Sepp hier einfach auf der Plane. Oder durch das verbrannte war's. Treppenhaus rennen. Du kannst die Ausrüstung einfach wieder ablegen Treppenhaus. Und sich beim Schulungsleiter melden. Der kümmert sich wie immer um die Formalitäten. So, ich soll die Puppe aufheben. Und jetzt? Ich würde es nochmal hinlegen. Das spielt manchmal seine Krankheiten. Ah, okay. Jetzt. Wie gesagt, das spielt seine Krankheiten. Hast du auch den Eindruck, dass er schneller atmet als vorhin? Da habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet, aber gut möglich. Weil er hat jetzt auch körperlich gearbeitet. Danach hat man immer eine höhere Atemfrequenz.
Stimmt, Traumaset ist ja auch nicht leicht. Es ist ja nicht so, dass das auch ein aufgeblasenes Ding ist. Das wiegt ja auch. Ich glaube, der ist wirklich mit Sand oder sowas gefüllt. Also ich denke mal, diese Rettungspuppen haben schon ein reales Menschengewicht. 70 Ich denke mal Kilo, schon, dass oder? sie es auf so 70 Kilo oder so geeicht sind. Also schätze ich mal 70 Kilo. Keine Ahnung, was so das Gewicht von so einem Durchschnittsmenschen ist. Kannst du mal googeln. Als müsste ich ja arbeiten. Willkommen zurück. Damit bist du bereit, als Atemschutzgeräteträger in den Einsatz zu gehen. Denk bitte daran, dass du jährlich einen Sporttest ablegen musst, damit du sicher sein kannst, dass dein Körper für die Belastung fit genug ist. Je mehr Erfahrung du sammelst, desto sicherer wirst du. Ich freue mich auf den nächsten Lehrgang. Bis dann. Dann haben wir nur noch Maschinist jetzt sozusagen. Ja. Insgesamt sind es ja auch 6 Lehrgänge, glaube ich. Wovon wir jetzt? Wie viel haben? Wir hatten zwei Also ich bin Grundlehrgänge, gerade auf so oder? einem Shop, wo man Rettungspuppen kaufen kann. Die kann man in unterschiedlichen Gewichten, also in unterschiedlichen Gewichten kaufen. Also von 20 Kilo bis hin zu 100 Kilo ist eigentlich da alles möglich. Okay, und hast du jetzt mal so ein durchschnittliches Menschengewicht, was ich eigentlich haben wollte? Nee. Weltweit sind es 62 Kilo. Wenn man nur Nordamerika nimmt, sind es sogar 80,7 Kilo. Das ist alles, was mir auf YouTube angezeigt wird. Ja, also ich denke mal, 70 Kilo ist ja schon. Aber ich denke mal, wir wären in Europa auch nicht dem weltweiten Durchschnitt gleich. Ich denke, wir werden auch ein bisschen drüber sein. Über den 62 Kilo. Du musst auch bedenken, da zählen auch die ganzen Leute rein, die jetzt in Regionen leben, wo es nicht so viel zu essen gibt, wie man Geld hat. Zu essen Aber gibt, ja, wie man ich würde Geld hat. sagen, wir haben den Tag erfolgreich überlebt, Tobi. Yay, wir sind nicht gestorben Wir im wissen jetzt, wie Parcours. man durch eine mit einer Sauerstoffflasche auf dem Rücken atmet. Das heißt, wir können dann in der nächsten Folge, in den Einsätzen, vielleicht doch mal irgendwo reinstürmen, wo es brennt, oder selber das Feuer löschen, weil wie man löscht, das wissen wir ja schon längst, das haben wir ganz am Anfang gelernt. Aber jetzt wissen wir auch, wie man den Pressluftatmer benutzt. Genau. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss!